So, willkommen zurück zur nächsten Folge Clone Noir. Und La La Kusha war die letzte Folge, das letzte Level. Heute widmen wir uns Claremore Tempel. Unserem ersten Tempel. Ja. Ladevorgang. Ich freue mich. Beeil dich! Clone Noir, schnell! What the... Ach du Heiliger. Ein Monster? Leorina, schon wieder? Leorina? Eine Banditin. Sie bringt auf ihrer Suche nach Schätzen Leid und Verderben in die ganze Welt. Die haben Nerven. Nennen uns Banditen. Lass die Idioten doch reden, was sie wollen. Piraten! Wir sind Leorina, die Piraten der Lüfte. Lüfte und Tat. Ihre Süße. Leorina, die Piraten der Lüfte und Tat. Achso, ihre süße Begleiterin. Vergesst das nicht, damit ihr es genau wisst. So, du bist also der Traumreisende. Egal. Ihr seid nun von geringer Bedeutung. Scheiße. Aber ich werde euch um diesen Ring erleichtern. Den Ring? Den Ring werdet ihr niemals bekommen. Ich hatte schon mit so etwas gerechnet. Schnapp sie dir. Ja, fuck. Fulgaran, das Panzerbiest. So, jetzt müssen wir wieder gucken, wie man den... Ach, verdammt. Ah, ich hab's verstanden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Okay, das wird wahrscheinlich jetzt nicht die ganze Zeit so leicht sein. Oder doch? Ah, verdammt. Habe ich übersehen. Nee. Okay, das war doof. Achtung, jetzt kommt irgendwas. Ja. Nein! Oh Gott, fuck. Ah! Erwischt. Wie immer noch nicht. Hallo? Was sagen? Wo ist denn? Da. Okay, okay. Noch ist es nicht sonderlich schwer. Trotz, dass ich jetzt schon ein Innenleben verloren habe. Eins in Energie. Aber noch ist es wirklich relativ easy. Auch die dämliche Kameraperspektive, Mann. Hallo. Keine Gegner. Ah, doch, jetzt. Und hopp. Und hopp. Ah, erwischt. Sehr gut. Okay. Erster Boss-Fight. Hinter uns gebracht. Vision geschafft. Natürlich. Hab ich nichts anderes erwartet. Hä? Hm. Wie lautet dein Name? Clonoa. Du bist ziemlich cool. Clone Noir. Ich erinnere mich an dich. Woher kennt ihr uns? Die Piratin der Lüfte, Leorina. Clone Noir. Dies ist also die Glocke der Stille. Okay. Clonoa, nutze deine Macht. Also einfach drauf schießen, stimmt's? Klingelingeling, ding, 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 klingelingeling, ding, 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 ding,
Musik geht ja ganz anders. Das ist die Kraft der Glocke. Wir nennen es abgekürzt einfach ein Element. Ach was. Sehr kurz abgekürzt. Es ist hübsch. Hilf mir. Wie? Hilf mir. Hilf mir. Wer spricht da? Hilf mir. Wo? Wo bist du? Klonoa? Okay. Ja, natürlich. Irgendwas braucht unsere Hilfe. Die Frage ist nur was. Aber wir speichern erstmal. Da ist auch schon fertig. Ladevorgang. Ja, war eine kurze Folge, aber das ist schon okay. Wir haben quasi das erste Level abgeschlossen. Wobei... die erste Welt abgeschlossen. Wobei, das nehmen wir jetzt noch mit. Da, das ist ja kein richtiges Level hier. Das ist ja wahrscheinlich wieder viel Gequatsche. Ah, Leorina. Ich hörte von einem goldhungrigen Luftpiraten. Aber dass auch sie den Ring suchen würde? Wollen sie vielleicht ebenfalls die Welt retten? Verstehe. Sieht nach einem Wettstreit aus. Das ist doch nicht, was sie wollen, du Dussel. Der Ring des Traumreisenden ist immer noch heilig. Man sagt, dass es ohne Priesterin nicht funktioniert. Dann genügt es nicht, einfach den Ring zu stehlen? Zu stehlen, ja. Okay, Ausrufezeichen. Oh, da bin ich aber erleichtert. Wie dem auch sei, ihr müsst alle Glocken finden. Also dann, auf zur nächsten Glocke. Na, du kommst genau zu Joylands Eröffnung. Joylands Eröffnung. Zur Eröffnung von was? Joyland. Das ganze Reich ist wie ein riesiger Vergnügungspark. Großartiges Timing. Los doch, los doch! Wir gehen doch nicht zu unserem Vergnügen hin. Wir gehen dort nicht zu unserem Vergnügen hin. Dann auf zu Joylands Glocke. Los geht's! Und wieder Ladevorgang. Ja. Da ist doch schon das nächste Level. Also die nächste Welt quasi. So. Ja. Das war's mit der dritten Folge. Joylands Plaza ist das nächste, was wir erledigen werden. Aber erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Ciao.